Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Und wir sind immer noch in Boeotien. Ich kam leider in der Zwischenzeit nicht dazu, mal zu spielen. Das heißt, unser Inventar ist noch voll, ohne Ende. Na, wenn wir hier mal gucken. Na. Aber ich habe ja gerade gesehen, hier oben 90 von 350. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, das Inventar voll zu müllen. Nicht wahr? Mist, wir müssen natürlich nochmal rein. Wir waren ja auf der Suche nach diesen komischen Schweinereien hier. Die haben wir noch nicht gefunden. Die Straße vom Hafenkreuzes nach Osten. Und wir sind ja eigentlich immer die Straße entlang. Ich drücke immer wieder falsch. Das ist... Wir sind jetzt hier. Also es könnte schon noch irgendwo weiterkommen. Und Osten ist ja noch groß. Das könnte ja... Ja, wobei, das wird sich schon auf Boeotien beziehen, schätze ich. Also irgendwann wird da schon noch was kommen. Also gucken wir weiter. Wir gucken mal hier lang. Hierher und gehen mal hierher. Ja, vielleicht einen kleinen Abstecher zu dem Schmied. Und dann gucken wir nochmal hier zurück, ob da hier irgendwo so ein paar Schweinegruben sind. Hier sieht es sehr grubenhaft aus. Was ist denn hier mit ihm? Heiligtum der Aphrodite. Hallo, Heiligtum. Wo bist denn du? Was ist denn da los? Da gucken wir doch mal rein. Ach, das ist die Festung. Nee. Hier sind wir, glaube ich, rausgekommen aus der Festung, wa? Ja, die Festung haben wir lange genug gesehen. Was ist da oben? Oh, da. Ist das die Aphrodite vielleicht? Zeig mal her. Was haben wir denn hier Schönes? Gar nichts. Na, Aphrodite, was ist denn mit dir? Nee, lass mich doch mal hoch, bitte. Ja, komm, lass mich mal. So, sind wir jetzt genau auf der Aphro? Oh, wir sind genau auf der Aphrodite. Aber hier ist nichts zu holen bei der Aphrodite. Halt, da ist doch was zu holen. Oder zeigt er mir jetzt... Nee. Was haben wir denn vergessen? Zeig mal her. Haben wir denn... Ja, das Feuer haben wir vergessen. Natürlich. Ah, schade, dass ich nicht dazu kam. Nee, wir begeben uns mal hier in Richtung dieses unentdeckten Ortes. Was liegt denn hier daneben? Megaris, ja, da kam er, da sind wir schon. Bekannt. Attika. Also ich wollte jetzt dann eigentlich hier so den Bogen nach hier oben schlagen, hier rüber. Und dann hier so rum und wieder hier zurück. Und dann, ja, da haben wir dann noch einen Monat zu tun, bis wir diese kleine Strecke geschafft haben. Da oben ist das, ja, Heidewitzka. Das ist ja nicht gerade um die Ecke. Vielleicht mal ein bisschen durch die Berge reiten. Zeig mal her, ob du das packst. Mein, hallo, nicht. Genau, kommst du hier drüber? Junge. Wie sieht's denn aus? Lass mal ein paar Schweinegruben sehen. Ah, komm schon. Nicht so clever, glaube ich, oder? Naja, gut, es geht schon. Ja, es wird schon. Wird schon irgendwie gehen. In die Schweinegruben. Ja, los. Auf mit dir. Komm hier auf die Kippe. Schaffst du es? Ja, gutes Pferdchen. Auf, auf. Naja, ja, das läuft. Lass uns erstmal das Ding da oben erkunden. Beim Schmied dann vielleicht ein bisschen was verkaufen, mal gucken. Vielleicht doch was erhöhen. Schauen wir mal, wie das läuft. Oh, schaffst du das auch noch hier? Okay. Ja, du packst das, Junge. Ah, cool, mitten auf dem Berg kann ich mit dir reiten. Das fetzt ja. Der verlassene Wachturm. Nee, nicht aufsitzen. Hier, kletter ihn mal bitte hinauf.
gibt es ja eigentlich was zu holen. Wahrscheinlich nur ganz oben. Aber eine schöne Treppe hat der Wachturm. Muss ich mal sagen. Nichts weiter, nur den Ausguck. Na, dann lass ihn uns mal synchronisieren. Im peitschenden Regen. Nichts als Natur. Da haben wir ihn entdeckt. Ja. Ja, das wäre mal auch interessant, diese Icarus-Wahrnehmung ein bisschen irgendwie ein bisschen zu verifizieren. Was hat sich denn da nun wirklich geändert an dem Icarus seiner Wahrnehmung? Und jetzt gucken wir uns hier mal um. Gibt es denn hier eigentlich noch was ist mit ihm? Nee, das ist ein Kopfgeldjäger. Attika. Was haben wir denn hier? Willkommen in Athen. Okay. Ja, das so einen ganz großen Bogen wollte ich eigentlich jetzt denn nicht machen. Ich wollte hier nur den kleinen Bogen machen. Das Böotien alles. Ja, da bleiben wir auch dabei. Los. Wo geht's hin? Boah, das sind Schluchten. Ja, hei, 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 die Pei. Was haben wir denn da unten? Zeig mal her, was der mir... Ah, bin ich noch nicht... Und los geht's. Noch nicht nah genug dran. Irgendeine alte Krypta. Ach, noch ein Heiligtum der Athena. Los! Okay. Was hat es denn los mit den ganzen Heiligtümern auf sich? Es hat... Ja, klasse. Gibst du mir ein bisschen ein paar Eisenbrocken? Na toll. Er spielt eine Musik ab. Die ist doch nicht so willkürlich, oder? Da kommt bestimmt später noch irgendwas bei den Heiligtümern. Oder entdecke alle Heiligtümer. Das könnte auch sein. Ah, paar Zeitquests. Stellung halten, spartanischer Humor. Nee, wir gehen gleich hier hoch. Diese Zeitquests, die sind was für zwischendurch. Ja. Da hoch also, Pferdchen. Ja, komm mal die paar Meter her zu mir. Mein Guter. Ella. Die Ella, die hat schon recht, ja. Haben wir hier wieder die Kippe. Los! Ein bisschen abseits, gut. Ich suche mal den Schmied. In seiner Höhle vermutlich, oder? Oder er hat ein kleines Häuschen, mal sehen. Ein klitzekleines Häuschen. Ja, vielleicht machen wir mal so ein Zeitquest da unten, mal gucken. Ein Militärlager. Hallo. Und hier ist wohl... Hier ist ja ein bisschen arg wenig los. Gibt es hier wenigstens was zu plündern oder was? Was ist denn hier los? Alles so leer? Ah, noch ist unser Lager. Das war's schon? Hallo Schmied. Sei gegrüßt. Ja. Okay, wir verkaufen mal den ganzen Plunder hier. Und dann... Wir sind jetzt Level 38. Nee, ich will hier was verbessern. Mal gucken, wenigstens verbessern. Dass wir irgendwas, was wir ganz niedrig haben. Bogen haben wir schon lange nicht mehr. Den haben wir ja schon lange nicht mehr... was verpasst. Mai, mai, mai. Okay. Ich kann den nicht verbessern. Oh, ich habe kein Holz. Ja, das ist, wenn man zwischendurch nicht spielt, ist schwierig. Ja, das ist eigentlich... Das lohnt sich eigentlich fast nicht. Sagen wir hier. Ja, das lohnt sich auch nicht so, oder? 34? Ja, das lohnt sich schon eher.
Ist da irgendwas, wo ich sage, oh, 600 und plus 50, ach so, der spartanische Heldsatz. Gesamtrüstungswert. Und dann kann ich da noch was draufhauen. Ach egal, ich mache erstmal das hier und gut. Mit diesem ganzen legendären Zeug beschäftigen wir uns irgendwann mal später. Haben wir noch irgendwas, was sich lohnen würde? 35, 621, wie viel Fell? Okay, dann haben wir noch den hier drauf. Damit er auch nicht immer rummeckern kann. Ich habe was, was... Okay, das ist 37, 35, 42, nee. Okay, dann war's das erstmal. Ja. Dann war's das erstmal. Hallo? Was ist mit dir? Bist du gar kein Feind? Deswegen haben die sich nicht... Doch ein Schläger ist das. Na komm, du Schläger. Dann schlag mal dich mal ganz heimlich. Bleib hier, wo du bist. Wer, ich? Dein Leben ist vorbei. Ja, ich weiß doch. Boah, da hat's aber weggefetzt, den Jungs. Aber jetzt kommt doch ein paar. Okay, da kommt doch einige an. Ey. Nee, das stimmt. Lass mal wieder ein bisschen kämpfen. Warum hat mein Lieblingstier die nicht erkannt? Ey. Ich muss ja erstmal den hier ein bisschen... Ne? Au. Nee, ich nicht. Aber du, wa? Nee, du auch nicht. Ja, das werdet ihr, komm. Und dann machen wir mal ihn hier. So, gehen wir ein Stück. Au. Jungs, seid mal nicht so aggressiv. Ne? So. Und dann haben wir wieder satte 3 Pünktchen. Ja, ein Söldner kommt natürlich auch, ist klar. Ich wollte ja auf ihn hier drauf. Erstmal ein bisschen. Oh, das war ein schöner. Der war auch gut. Komm mal hier hoch. Ich muss mal ein bisschen... zuerst regt er sich auf, dass zu wenig sind, und dann rennt er weg. Eieieiei, was ist nur los? Hab ich dich. Ja, du hast mich, guck. Ja, da fetzt dich gleich weg. Ich streng mich doch an. Hier, wie schön ich mich anstrenge. Bei dem hier macht er irgendwas. Aber mal ein bisschen verbrauchen von dem Adrenalin. Machen wir erstmal den da hinten oder den hier vorne. Gut, ey, den hier wollte ich. Ah. Ey. Hoch mit dir. Nicht? Schade. Mist, hier geht's nicht hoch. Ich wollte mal irgendwo hochklettern, aber hier ist nichts so richtig. Hier, komme ich hier hoch? Was ist denn dir? Ach, du bist ja noch da. Aua. Aua. Das war der Söldner, hä? Das war der Kack-Söldner. Nicht? Das stimmt. Ja, das ist wirklich nicht locker. Ey, weg, weg, weg. Ah. Los, mal wieder ein bisschen Adrenalin sammeln. Und ich brauche mal ein bisschen... Ich muss erstmal die Kleinen wegmachen, bevor ich mich zu dem Söldner... Bevor ich mich an den Söldner halte. Aber der kommt halt hinterher. Das sind jetzt schon mittlerweile 2. Ja, es sind mittlerweile 2. Oh, das brennt.
Ich will doch auch nicht fliehen, Jungs. Okay, dann machen wir mal ihn hier ein bisschen. What? Au. Oberkräfte? Ey. Ja, die Jungs sind ordentlich dabei. Die sind echt ordentlich dabei, mein lieber Schwan. Ja, ich komme ja schon. Kann ich dich vielleicht anschleichen? Na Mist, ginge. Halt. Weg. Nee, kann ich nicht. Mist. Aua. Ja, noch mehr Kopfgeld, natürlich. So, Freundchen, ich muss dich hier mal ein bisschen attackieren. Nein. Kommst du jetzt hier runter? Ja. Haben wir noch ein bisschen Adrenalin? Ah. Komm, wie steht's denn mit Feuer? Ja, Feuer? Ah. Magst du Feuer? Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Ah. Ja, ich muss weg. Der feuert mir zu stark. Okay, sie hat auch ein bisschen Feuer. Mag sie auch nicht so sehr. Oh, jetzt kann ich sie ein bisschen attackieren. Kommst du hier? Ah, Mist. Na, hat's geklappt? Ja. Oh, das gab viel. Das hat viel abgezogen. Ja, komm jetzt drauf. Au. Die macht echt viel Schaden. Ja, das war's. Hui, die Söldner werden langsam ganz schön anstrengend, mein lieber Scholli. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was einsammeln, glaube ich. Da liegt was. Was Blaues. Ein Kriegsspeer, ja. Und hier liegt noch ein Jungchen. Danke. Okay, dann. Was war denn das? Eine Pfütze? Was hat er denn jetzt da markiert hier? Hä? Ich hasse es. So sehr. Ah, großartig. Naja. Gab's hier nicht auch einen Schatz oder irgendwas? Ach, weste. Haben wir befriedet. Gehen wir jetzt hier weiter. Ach so, wir wollten ja eigentlich nach den Schweinedingern suchen. Puh, schade. Na, ich glaube, die suche ich offline. Gehen wir trotzdem hier hoch einfach. Ja, wir schnappen uns mal ein. Los geht's. Lassen wir unser Pferd stehen. Das kann sich auch mal ein bisschen ausruhen. Ella. Und gucken mal, wo es da oben weitergeht. Mitten durch die karge Landschaft. Mitten hindurch. Uah, hier sieht's aber. Uah. Hier sieht's aber richtig gut aus. Und stürzen wir uns in die Tiefe. Ja. Das arme Tier. Was machst du denn auch immer für Sachen? Kann ja wohl nicht angehen. Oh, hier sieht's echt cool aus. Was ist denn da drüben? Zeig mal her. Wir laufen in diese Richtung. Ah. Ja, da drüben waren wir ja. Das ist... Was war das? Euboja, genau. Cool. Das sieht schon
imposant aus. Nee, wir wollen jetzt erstmal hier gucken, was es hier unten gibt, Schönes. Und dann wärmer. Die Höhle, natürlich. Die Höhle des Wahnsinns. Was soll es auch anders sein? Mal gucken, ob uns mein Lieblingstier was offenbart. Zumindest die Position des Schatzes mitten in der Höhle, klar. Wo ist denn das? Okay, da oben kommt noch mehr. Na, schauen wir uns erstmal die Höhle an. So eine richtige Wahnsinnshöhle. Nicht wahr? Ja, schön. Da ist mein kleines Eisen oder was auch immer. Was haben wir? Ja, ein bisschen Obsidian und ein bisschen Eisen. Hier ist jetzt nichts weiter. Außer so ein bisschen Metall. Ah, hier wieder die Stoßzähne, die fetten Stoßzähne. Okay, machen wir uns erstmal das kleine Schätzelchen hier. Die Athener Linothorax. Den. Ah, hier war aber nicht sehr ergiebig, ja, die Höhle. Ja, es blinkt wie verrückt, aber. Nein, nein, komm. Nee, du sollst hier auf diesen Sims gehen. Na, kannst du nicht hier drauf? Und ja, ich dachte schon. Da drüben. Und da. Aha. Es kostet alles so viel. Komm jetzt, hol dir das noch. Dann war da drüben irgendwo noch eins. Oder? Ja, daher sehe ich es ja schon. Oh, nicht mal. Du kommst nicht bis darüber zum. Hm. Ach, da ist ja auch noch eins. Ich dachte, mittlerweile haben wir das Level geschafft eigentlich, dass wir hier mal ein bisschen weiter scannen können. Pustekuchen. Da ist noch ein Schatz. Und dann war's das hoffentlich hier. Kostbare Edelsteine, Eisenbarken, Gott. Ach nee, noch immer nicht. Na los, komm, nimm's schon. Und jetzt aber ab. Ich scanne jetzt auch nicht nochmal. Einfach runter und raus. Nee, nicht hier so hängen bleiben. Gut. Na klasse, Helik, weg den komischen Fackelding. Ja, Ausrüstung, natürlich. Ist das auch die Richtung? Nee. Das war da oben. Was haben wir denn da übersehen? Kann doch gar nicht sein. In der Ödnis hier. Wahrscheinlich irgend so ein kleines Lager, schätze ich mal. Holz. Ja, wir brauchen viel Holz. Ah, siehst du? Siehst du mal? Haben wir ein bisschen? Ja, was ist denn hier? Aber sonst ist hier nichts. Hm. Na, dann holen wir uns fix die Schätze. Die Gegend wird gut bewacht. Ja. Holen wir uns fix. Weiches Leder. Und tschüss, Jungs. Gab's hier sonst noch was? Hm. Na los, komm. Ja, Jungs, lasst mich kommen. Das hier, kann ich das kaputt machen? Die Eule wieder. Nee, ist schon gut. Ich wollte mir nur fix das. Oh, hier ist auch gleich was in der Nähe. Attika.
Ach nee, wir bleiben erstmal bei Ozean. Nur nicht so. Komm schon. So weit abbringen lassen von dem Plan. Oh, da unten sehe ich es schon. Ah, das scheint diesmal eine größere Anlage zu sein, wa? Heilungs, Heiligtum am irgendwas. Oh, jetzt ist der Icarus nicht verfügbar. Oh, was ist denn hier gleich los? Wie bin ich denn hier wieder reingeraten? Mist. Mist. Ich muss mal ein bisschen Feuer. Ja, komm, Feuer. Feuer drauf. Lass dich doch nicht so um. Ja, erstmal Feuer mögen die gar nicht. So, dann gehen wir erstmal ein Stück hier abseits. So. Heilen uns ein bisschen hoch. Na los, komm. Oh, wir haben sogar ein Adrenalin dazu gekriegt. Sehr gut. Und dann schleichen wir uns an. Und schleichen wir uns an. Nehmen wir mal den letzten hier. Zack. Hey, ja, das hast du nun davon. Oh, der ist aber hart. Ja, da muss ich mal Oh, Junge. Da musste ich jetzt, sonst hätte der mich kaputt gemacht. Oha. Habe ich das Leder hier auch von ihm? Nee, noch nicht. Ah, das war gut. Das hat sich gut gelohnt. So, in welches Wespennest haben wir denn hier gestochen? Gefangenenbefreiung, du warst gleich hier, ne? Genau. Das wollte ich nicht. Ich habe den Gefangenen befreit und gleich habe ich ihn kaputt gemacht. Und ein Schatz. Natürlich. Was ist da? Ach, das war nur er. Na gut, dann holen wir uns den Schatz und dann. Ey. Voll die Opferstätte. Geht's von der anderen Seite noch einen Eingang? Natürlich. Das ist ja cool. Und bitteschön, Dankeschön. Aber das Heilungsheiligtum des Amphiaraus abgeschlossen. Was haben wir hier noch Schönes? Nichts. Gut, nichts. Hier war irgendwo so ein kleines. Ja, wir machen das jetzt einmal. Wir sind jetzt einfach mal so frech und machen mal so ein kleines Zeitquest. Mal gucken, was er von uns möchte. Vielleicht führt es uns ja in die richtige Richtung. Wirklich faszinierend. Es stimmt. Das war knapp. Ich könnte einer Söldnerin deines Kalibers sicher jede Menge Aufträge verschaffen. Rede weiter. Unsere Position ist schwach. Die Spartaner werden uns zurücktreiben, wenn wir nicht schnell etwas tun. Ja, dann tu doch etwas. Du bist Soldat. Schlage zurück. Du hast recht. Aber der Einheit, die uns fortwährend angreift, sind wir nicht gewachsen. Sie kämpfen wie Titanen. Wir müssen die Chancen verbessern. Also, ich soll den spartanischen Befehlshaber zu Hades schicken. Für jemanden wie dich sollte das ein leichtes sein. Na klar, na los dann. Es wird nicht leicht, aber ich kümmere mich darum. Bitte, erledige das schnell. Ich komme hinterher wieder. Ja, dann machen wir mal fix. Halten wir mal fix die Stellung. Wo möchte er hin? Ist das die richtige Richtung eigentlich? Das wäre natürlich passend. Es ist natürlich nicht die richtige Richtung. Aber egal. Pass gefälligst auf! Was denn? Also, hallo? Ich
soll für euch einen Auftrag machen, Jungs. Ja? Und deswegen reiten wir mal fix den Befehlshaber ausschalten. Ach, hier so ein kleines. Zeig mal her. Jungs. Oh ja, gar nicht so schlecht. Ich mach keine Scherze. Geh! Hier werden sie besonders wachsam sein. Ja. Aber das nützt ihnen nichts. Au. Genau so, und nochmal drauf. Au. Ah, war die falsche Seite. Aua. Mann, was ist denn nur hier los? Müssen wir das halt mal so machen. Und so. Au. Na komm her, Junge. Ja. Und nochmal. Au. Brenne, mein Freund. Brenne. Und nun die Bezahlung. Genau. Aber zuerst müssen wir noch die Schätze hier einsammeln, natürlich. Nicht wahr? Wir holen uns immer das Beste von beiden Seiten. Nicht. Ja, schön. Ich sehe natürlich wieder nirgends, wo es geblinkt hat. Hier oben vielleicht. Ja. Die 8 Drachmen. Die sind unser. Na gut, dann auf zurück. Mein Pferdchen. Okay, das geht auch. Ich danke dir, Ikaros. Ja. Hat er gut gemacht. Unser IK. So, wie viel EPs kriegt man von ihm? 3000? 4000? Wie viel Drachmen? 500? Na gut, dann muss ich dich halt wegmetzeln. Dann soll es so sein. Au. So. Oh ne, wir kriegen viel mehr EP von ihm. Der hat ja schon massig gebracht. Zeig mal her, Junge, wie viel... Okay, das war der Falsche. Nee. Mist. Jetzt habe ich... Muss ich wegrennen. Ansonsten ist das Quest verloren, wenn ich den jetzt...